denn tot? Da ist sie. Hallo. Hi Mia. Sorry, ich bin ein bisschen spät. Los, ihm hinterher. Hey, du bist schnell wieder da. War nicht so doll in Rom. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie ist es alles total schief gelaufen. Und als ich mit Joe telefoniert habe, ist das irgendwie alles total schief gelaufen. Hi Mia, na, wie geht's dir in Rom? Sind die Italiener nett? Oh ja, deswegen rufe ich an. Ich habe jemanden getroffen. Ach. Das ging ja schnell. Muss ich mir Sorgen machen? Nicht wirklich, aber er kennt dich. Er kennt mich? Das wäre aber ein Riesenzufall. Wer ist es denn? Ein Italiener, aber er möchte nicht, dass ich dir sag, wie er heißt. Und Joe? Er behauptet, dass du uns was vorspielst. Stimmt das? Ich finde es sehr enttäuschend, dass du hinter meinem Rücken Recherchen betreibst. Was hat er noch gesagt? Er hat mir von deiner früheren Arbeit für die Behörden erzählt. Und dass du mit der Polizei zu tun hattest. Ach, und von deiner Familie. Das ist echt schrecklich. Warum hast du nichts gesagt? Stimmt das alles so? Ja. Ja, meine Familie wurde in Rom ermordet, aber das hätte ich dir auch noch erzählt. Und es ist auch richtig, dass ich für die Regierung gearbeitet habe. Den Rest darfst du ihnen nicht glauben, Mia. Warum denkst du, möchte er nicht, dass ich seinen Namen erfahre? Du hast dich da in etwas reingegraben, das sehr gefährlich ist. In erster Linie für dich. Du machst mir Angst. Was ist hier eigentlich los? Nimm den nächsten Flieger nach Hamburg. Wir reden hier über alles. Auf dem Weg hierher musst du dir überlegen, was du willst. Entweder einen falschen Artikel schreiben oder mit mir befreundet bleiben. Es ist deine Entscheidung. Übrigens, Silvio ist kein Italiener. Guten Flug. Verstehe ich gar nichts mehr. Joe meinte, ich sei in Gefahr. Hey, sei mal ganz entspannt. Wir sind hier in Hamburg. Hier passiert ja nichts. Ja klar, aber er klang richtig bedrohlich. Du, ich habe dummerweise Joes Handy eingepackt. Ist es okay für dich, wenn wir kurz am Café anhalten? Ich bring's dir mal rein. Ja klar, kein Problem. Drüben ist das Lieblingscafé. Ich halte mal kurz. Bleib an der Frau dran und ruf mich sofort an, wenn du weißt, wo sie wohnt. Also Joe nennst du dich jetzt. Über Mia hast du mich gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Was willst du, Silvio? Das weißt du genau. Und wenn du mir die Infos nicht gibst, kannst auch nicht mal du deine Kleine beschützen. Hi Joe. Hi Paul. Und du bist? Silvio, ein alter Freund von Joe. Doch nicht etwa der Silvio aus Rom? Genau der. Mensch, Mia hat mir von dir erzählt. Dir? Ja, sie redet gern und viel, womit wir wieder beim Thema wären. Du wirst nicht bekommen, was du möchtest. Was denn? Er möchte mir gerne das Ende einer alten Geschichte erzählen. Ich liebe Geschichten. In der Geschichte stirbt der falsche Italiener. Das kann sein, aber nicht alleine. Jungs, geht das vielleicht etwas konkreter? Entschuldige, natürlich geht es um... Paul, du hast recht. Silvio wollte sowieso gerade gehen. Also echt? Deine Entscheidung. Warum denkst du, dass sie mir was bedeutet? Es war schon immer deine Schwäche. Weg ist er. Du, der war doch nicht zufällig hier, oder? Wahrscheinlich will er was von Mia. Der? Was hat sie über ihn erzählt?
Nur, dass er ein alter Kollege von dir sein muss und dass sie ihn bei ihren Recherchen gefunden hat. Er hat was mit deiner früheren Arbeit zu tun, nicht wahr? Ja, leider. Komm. Wir müssen los. Okay. Silvio, was machst du denn hier? Ich hatte in Hamburg zu tun und da dachte ich, ich schau mal vorbei, ob du zu Hause bist. Hat mich Joe nicht angekündigt? Nee, aber ist bestimmt gleich da. Umso besser. Lass mich doch mal rein. Ein anderes Mal gerne, aber ich wollte eh gerade los. Dauert nicht lang, nur auf ein Espresso. Nein, wirklich nicht. Du musst jetzt gehen. Ich habe wirklich gedacht, es geht ohne. Wenn du da rauskommst, dann erschieße ich dich. Wenn du telefonierst, auch. Setz dich. Wir warten. Tu mir nichts, Silvio. Bitte. Ich habe doch nur recherchiert. Es ist nichts veröffentlicht. Und die anderen sind auch gleich da. Was willst du von mir? Nichts. Nur, dass du die Klappe hältst und dich nicht rührst. Vergiss es. Sie geht nicht dran. Jetzt sag schon, was ist eigentlich los? Hat es was mit Silvio zu tun? Vermutlich. Wir haben dir doch nichts getan. Was soll das alles? Arno ist in der Wohnung? Ruf ihn an. Ja, was sag ich ihm? Wir sind doch gleich zu Hause. Ruf einfach an. Warum treffen wir uns eigentlich fast beim Kino? Um dann nach Hause zu gehen, um Arno fürs Kino abzuholen, um dann wieder ins Kino zu gehen. Was hast du vor? Was? Ruhig. Aufgelegt. Wir müssen uns beeilen. Ja, vielleicht will er einfach nicht mit. Er ist sowieso eher der Typ, sagen wir mal, andere Filme. Oh, Besuch. Denk nicht mal daran. Gott, Mia. Ganz ruhig, alle. Bitte tut, was er sagt. Halt die Klappe. Ich höre. Ich hab dir nichts zu sagen. Gut. Dann knall ich sie eben ab. Und dann ihn. Beruhig dich, Silvio. Du weißt, dass es nicht geht. Okay. Letzte Chance. Nein! Du Arschloch! Nimm dir die Waffe weg! Oh Gott, das ganze Blut. Scheiße! Ist er tot? Jetzt schon. Wir haben ihn umgebracht. So ein Quatsch. Wir sind doch keine Mörder. Frag ihn mal. Das war Notwehr. Wir müssen die Polizei rufen. Hast du schon mal von Notwehr gehört, bei der das Opfer erstochen, erschlagen und dann erschossen wird? Nein. Und außerdem, er hat es verdient. Wir müssen seine Wunden abdichten. Er hinterlässt zu viele Spuren. Arno? Arno! Arno legt die Waffe hin. Alles ist gut. Ich habe ihn abgeknallt. Das hast du genau richtig gemacht. Ja. Und was machen wir jetzt? Wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch. Nicht, wenn wir jetzt zusammenhalten und genau nach Plan vorgehen. Alex. Hol den Verbandskasten aus dem Bad. Okay. Paul, wir brauchen eine große Plane. Im Keller ist eine. Holst du sie? Ich tue mit dem Messer von hier hinten und direkt in seinen Hals. Dein Schuss war aber auch nicht schlecht.
Gibst du mir mal das Küchenpapier, Mia? Die Kugel ist noch drin. Ich kann da gar nicht hingucken. Mach ihm wenigstens die Augen zu. Ja, doch bloß noch eins. Ja, dann noch eine. Gib mir mal eine Tüte, Mia. Schön zumachen. Alex, ich brauche eine Mullbinde. Ich gehe. Die Handschuhe. Oh, das ging ja schnell. Beckmann, Kommissar Beckmann, guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wir haben die Information erhalten, dass eine dringend gesuchte Person in dieses Haus gegangen ist. Haben Sie etwas gesehen oder gehört? Nein, wer soll das denn sein? Also wir wissen leider nicht, wie er im Moment aussieht. Er nennt sich womöglich Silvio Cornutti. Silvio ist übrigens kein Italiener. Ich kenne ihn nicht. Und bis auf einen Knall oder zwei habe ich hier im Haus nichts Verdächtiges gehört. Waren das Schüsse? Nein, wie im Fernsehen klang das nicht. Ich nehme mal an, das war oben unser Nachbar, der mit den Türen geknallt hat. Ach so, ja, entschuldigen Sie, ich bin dran, die Küche zu putzen. Mhm. Das ist nicht, wie Sie denken, das ist Marmelade. Ja, gut. Ich werde mich dann noch im Haus umhören. Aber womöglich war das sowieso eine Fehlinformation. Mit Sicherheit. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend noch. Ist das nicht die Stelle, an der Sie mir Ihre Karte geben und sagen, ich soll Sie noch anrufen, wenn mir noch was einfällt? Ach ja, natürlich. Hier. Also, wenn Ihnen noch etwas einfällt. Rufe ich Sie gerne an, Herr Beckmann. Ja, genau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Habt ihr noch nicht angefangen? Was? Womit denn? Joe, das war ein Polizist, oder? Keine Sorge. Das ist erledigt. Wir müssen die Leiche loswerden, und zwar schnell. Ja, wir können sie einfach im Keller verstecken. Da findest du bestimmt keine. Ah! Das ist keine gute Idee. Paul, komm mal mit der Plane. Und wenn wir ihn einfach in den Müll werfen? Wie soll das denn funktionieren? Da können wir ihn ja gleich zerstückeln und aufessen. Hier ist das abartig. Lass ihn uns einfach im Wald vergraben. Und Spuren und so, wie soll denn das gehen? Wir packen ihn einfach hübsch ein, legen ihn bei dir in den Kofferraum und fahren etwas weiter in den Wald. Und vergraben ihn. Na gut, lass uns fahren. Hier, dies für dich. Wir graben dort drüben, geh schon vor. Hier. Und jetzt? Sagt einer noch was? Spinnst du? Komm, lass uns fahren. Da ist er hin. Der falsche Italiener. Okay. Und jetzt weg hier.
Na, was hast du denn da?